glaube, das war es jetzt alles komplett mit dem Haus und jetzt kommt wirklich nur noch das Äußere. Und was ich oft mache oder sehr gerne mache, ist, dass ich so Laub nehme und so eine Art kleine Bäume oder Büsche einfach baue. Dafür kann ich zum Beispiel hier, ups, einfach so mal, ja, einfach mal so einen Busch hinsetzen hier neben diesem Fenster, damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, damit das nicht so langweilig wirkt. So, dann gucke ich mal, wo kann noch etwas hin. Dann sehe ich, hier ist eine große Fläche, wo eigentlich auch so was hin kann. Mache ich auch so einen Busch hin. Hier vielleicht noch einen, der nicht so hoch ist. So. Und ja, hier kann eigentlich auch einer hin. So. Ich mach den mal einen weg, so. Ja, sieht schon besser aus. Genau, und so, das kann man dann eigentlich so anbieten, dass man da einfach so ein paar Büsche hat, dass das Ganze nicht so langweilig aussieht. So. Ja, doch, das sieht doch ganz ordentlich aus. So, dann hab ich noch etwas gemacht, was ich eigentlich auch ganz cool finde, dass man einfach mal so, weiß ich, so zwei Steinstufen hinstellt, ein Glowstone, da irgendwie noch so zwei Steinstufen drauf, hier vielleicht das Ganze nochmal. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die hinsetze, sondern dass man einfach guckt, ob das so gut aussieht, ob das so ungefähr, ja, eigentlich so geht. Dann vielleicht einfach mal hier so ein paar Büsche hinsetzen. Das Ganze so vielleicht einzäunen. Genau. So, das kann man doch anbieten und das Ganze sieht schon etwas besser aus. Das Grundstück, das Ganze sieht nicht mehr so leer aus. Da hat man da schon mal irgendetwas stehen. Dann kann man das hier vielleicht, ja, kann man hier vielleicht auch ein bisschen was machen. Also wie gesagt, also hier hätte ich einen Teich bei meinem Haus. Dafür kann man einfach ein bisschen, ja, Erde ausheben. Weiß, ich muss mal gucken, wie das Ganze gut aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Teich von dieser Größe. Dann braucht man natürlich Sand, damit das Ganze besser aussieht. So, dann kommt genau hier an den Rand kommt dann Sand hin. Also ich mache das immer so, dass ich etwas von der Erde so wegnehme und stattdessen so Sand an den Rand mache, weil ich finde, Sand sieht einfach viel besser aus so am Rand. Dann sieht das aus wie so ein kleiner Strand oder keine Ahnung. Sieht einfach viel besser aus. Ja, so. Ich denke, so geht das doch eigentlich schon. Und dann hier als Boden auch einmal Sand rein. Sand. So, hier auch. Genau, und das Ganze einfach mit Wasser füllen. Das heißt, ein Wassereimer. So, die Tür brauche ich nicht mehr. Und einfach Wasser hier reinklatschen. So, hier in den Ecken auch. So, genau, jetzt ist das Ganze still geworden. Dann kann man Zuckerrohr nehmen. Und das hier auch irgendwo hinpflanzen. So, ein Zuckerrohr. Noch ein Zuckerrohr. Weiß ich, hier vielleicht noch ein. Dann Seerosenblatt. Die kann man da eigentlich auch so reinsetzen. Sieht auch immer ganz gut aus. So, ein Blatt. Zwei. So, drei Blätter. Hat man so drei Seerosenblätter hier. Dann, was kann man hier noch machen? Hier kann man eigentlich dann auch so eine kleine Säule hinmachen. Wie ich sie vorhin ja auch schon. Ja, vorhin auch schon gebaut habe, also dieses mit der Stufe. Ist nicht Sand, sondern Glowstone. Glowstone, so, noch so ein Ding da drauf.
kann man hier vielleicht auch so einfach Büsche nehmen und die hier so, ja, so ein bisschen um die Ecke ziehen. Dann ist das Ganze so ein bisschen eingerahmt. Und ja, hier kann vielleicht auch so ein bisschen was hin. Ups, so. So, und das Ganze sieht schon viel stylischer aus. Also das Ganze ist, ja, kann man jetzt eigentlich so anbieten. Ich guck mal jetzt auf dieser Seite vielleicht hier auch einfach noch mal so zwei von diesen Figürchen hier hinballern. So eins und ich weiß nicht, vielleicht hier noch eine hin. So. Ja, das geht doch so, das kann man so stehen lassen. Jetzt ist rund um das Haus sind so ein paar Sachen, die dann hier auch so hingestellt wurden. Das Ganze ist nicht mehr so einsam. Und damit haben wir dann eigentlich das Haus, was wir da drüben haben, auch schon. Nur eine Sache sehe ich von hier noch. Hier auf dem Balkon hatte ich halt auch diese Figuren einmal hingebaut. Also hier einmal rechts und links diese Figürchen. So, dann ist der Balkon auch nicht mehr so leer. Und damit hat sich das eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, man kann jetzt vielleicht anfangen, noch ein paar Blumen hier hinzusetzen, irgendwie ein bisschen Gras hier hinzusetzen oder keine Ahnung was, noch ein bisschen sich was einfallen lassen, Bäume pflanzen oder so. Aber ich denke, so kann man das eigentlich schon anbieten. Das Haus sieht doch eigentlich ganz gut aus, ist ganz stylisch geworden. Ja, hier fehlt vielleicht noch ein bisschen Licht, keine Ahnung, kann man sich auch irgendwas einfallen lassen. Aber da findet ihr, denke ich, auch schon was. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ich bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mal sagen, man sieht sich in einem nächsten Video. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.